Hallo und Glück auf im Landwirtschaftssimulator 2019 und wir sind auf der wunderschönen, idyllischen Karte Gamsberg unterwegs. So, hier geht's jetzt auch mal weiter und zwar haben wir ja hier letztens den Mist gemacht. Mist mit dem Mist, jawohl. Nee, den habe ich dann noch drauf gemacht und jetzt bin ich dabei hier mit der Vetterstadt Scheibenecke den einzuarbeiten. Werde das aber jetzt hier meinen Helfer Franz weiter tun lassen, denn ich habe noch ein paar andere Aufgaben. Jetzt hier, wenn er am Wenden ist, aussteigen und rüber zum Schafhof gehen, denn ich brauche Geld. Ja, ich brauche Geld. Ich habe ein bisschen was gekauft. Das sehen wir aber dann später, was das ist. Und habe aber hier auch schon im Vorfeld Eierpaletten aufgeladen. Auch nehme ich bald wieder Nachschub. Hier ist nichts mehr da an Leerpaletten. Und die hier, na, ist schon zur Hälfte gefüllt. Also müssen wir jetzt mal schleunigst unsere Eier verkaufen gehen. So, Licht funktioniert schon mal. Machen wir hier erstmal die Tür zu. Und da es heute sehr warm ist, mal noch die Seitenscheibe auf. Gut, Reise Eier war das Stichwort. Da gibt's an unserem Verkaufsautomaten natürlich wieder den besten Preis. Ist zwar fallend, aber 5.000 für 1.000 Liter ist sehr, sehr ordentlich. Mit anderen Worten, fahren wir jetzt mal dahin und bringen die Eier weg. Und dann fahren wir zum Hof. Dann werden wir mal schauen, was ich da Neues gekauft habe. Das will ich euch ja natürlich unbedingt zeigen. Ist heute Premiere. So, wo sind denn hier meine beiden Mädels? Auf den ersten Blick konnte ich sie jetzt nicht sehen. Ich denke, da werde ich mich langfristig mal nach neuem Personal umschauen müssen. So richtig zufrieden bin ich nicht mit denen. Ja, was haben wir noch gemacht nach der letzten Folge? Feld 14, 15 hatte ich ja gekalkt. Gärreste draufgeschmissen. Und dann habe ich es noch gepflügt. Da habe ich den lieben Herrn mit dem Pflug zum Hof zurückgefahren. Der steht aber noch in der Waschbox. So wie er mir vom Hintern gefallen ist. Also ich hatte noch keine Zeit, das Ding zu waschen. Da, wie gesagt, andere Dinge wichtiger waren im Moment. Kommt wieder das Problem, da rückwärts den Rand zu fahren und das Verkaufshäusel und den Triggerpunkt zu finden. Also ganz ideal platziert habe ich es nicht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Muss da jetzt auch mal wieder den HUD einblenden. Den Helfer braucht man nicht.
Dann hoffen wir mal, dass es gleich auf Anhieb klappt. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Problemlos. So, was haben wir denn gemacht? Kannst nicht sehen. 36.500. Naja, das ist doch ganz ordentlich. Da haben wir unser Konto schon mal wieder etwas entlastet. Uiuiui. Dann hat mich auch die Weberei angerufen. Dort wäre der Container fast voll mit Stoffbahn. Würde wohl noch eine Palette reingehen und da sollten wir dann auch mal umgehen, vorbeischauen und den Container aufladen und verkaufen. Aber das machen wir dann vielleicht später. So, da ist frei, da ist auch frei. Stellen wir das Ding erstmal hier vom Haupthaus ab und gucken mal ums Eck. So, was haben wir Neues gekauft? Ihr seht's schon, der Unimog ist neu. Ist jetzt relativ frisch rausgekommen, der Mod. Der eine oder andere wird ihn von euch schon kennen. Und das ist der Unimog, auf den ich gewartet habe. Also, vielen lieben Dank, liebes Forbidden Mods Team, dass ihr da so eine geile Kiste gebaut habt. Also, was man da alles konfigurieren kann, umbauen kann, ist der Wahnsinn. Muss ich gestehen, da waren mir wirklich, da sind mir erstmal die Worte weggeblieben, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe. Eine etwas ausführlichere Vorstellung des Mods hat der Mike, der MZ80, ja schon jetzt vor ein paar Tagen in einem Video gemacht. Von daher kann ich mir das jetzt eigentlich schenken. Schade, dass er mir ein bisschen zuvor gekommen ist. Ich hatte gehofft, ich bin der Erste, der das Ding zeigen kann von uns beiden. Aber ja gut, er hat das aber sehr, sehr schön gemacht und jetzt muss ich das natürlich auch besitzen. So, Tür steht auf. Der hat ja nun auch noch so ein paar geile Features. Zum Beispiel hat er dieses Simple IC Control. Will heißen, da sind überall X'e. Und da, wo ein X ist, kann ich mit der Maus hinklicken und da passiert was. Zum Beispiel Tür auf. Fenster zu. Was haben wir noch? Dann haben wir hier oben die Innenleuchte, die kann man ein- und ausschalten. Das Dach auf- und zu machen. Und hier hinten haben wir auch noch jetzt das hier, diese Schiebefenster können wir auf und zu machen. Also richtig cool das Ding. Damit ihr das aber nutzen könnt, müsst ihr noch den Mod Simple IC drauf machen. Den habe ich gefunden bei Forbidden Mods. Und ja, wenn ihr diesen Mod noch mit reinschmeißt in euren Mod-Ordner, dann könnt ihr Sachen da auch bedienen. Gut. Genug geschwafelt, schmeiß mal an die Kiste. Ich habe jetzt hier Kartoffeln aufgeladen. Ja, und warum habe ich Kartoffeln aufgeladen? Ihr werdet euch denken können, es ist nun endlich mal soweit, dass wir unsere Kartoffelwaschanlage ausprobieren können. Soll heißen, ich habe sie schon mal ganz kurz angetestet, um auch zu sehen, dass es funktioniert und mich dann hier nicht blamiere. Ich
musste dafür natürlich auch noch diverse Technik einkaufen. Zum einen hier dieses Reiteförderband, da kann man ja Paletten erstellen, Kartoffelpaletten, Zuckerrübenpaletten oder bloß Kartoffelpaletten, ich weiß es gar nicht. Und dann hier das zweite, da werden die dann draufgeschmissen und dieses befördert die Knollen dann in die Kartoffelwaschanlage. Wasser habe ich schon aufgefüllt. So, und dann geht das hier einfach mal los. Seht gerade, da kann ich noch ein ganzes Stück zurückfahren. Und dann kippen wir mal ab. Und sofort setzt sich das Teil hier in Bewegung. Sehr schön. Langsam wie die Mulde runtergeht. Nicht so zügig. Ach, und da gehen ja hinten noch die Klappe auf. Das haben wir jetzt ganz übersehen. Moment. Es gehen ja ein paar mehr Kartoffeln rein, wie die, ich glaube, 3600 Liter in das Förderband. Da müssen wir doch gleich nochmal Nachschub holen. Muss ich sagen, kam mir jetzt der Unimog wie gerufen. Eigentlich will ich es ja dann mit dem Tandem-Anhänger befüllen, weil er doch ein bisschen mehr reingeht. Aber zum Antesten hier war das mit dem Unimog gleich mal ganz, ganz prima Sache. So, jetzt wollen wir natürlich sehen, wie die Klappe hier hinten aufgeht. Oh, da werden die Verriegelungen gelöst. Richtig cool. Also, mega Mod. Aber ich finde eigentlich alles, was vom Forbidden Mods Team kommt, das ist alles immer nur allererste Sahne. So, Verriegelung wieder zu. So. Gut, also, das läuft. Jetzt müssen wir mal schauen. Mal hier rantreten, geht ja das Global Company Menü auf, theoretisch. Ah, praktisch auch. Also, wir haben noch knapp 10.000 Liter Wasser drin. Kartoffeln haben wir jetzt 4.700 Liter drin. Ich glaube, 30.000 Liter kann die Anlage in der Stunde verarbeiten. Und wir haben ja auch schon ein paar gewaschene Kartoffeln. Mal reinschauen. Also, schwierig, aber man kann das Wasser erkennen und die Kartoffeln, wie sie da drin gereinigt werden und dann hier in den Bunker fallen. Und um den Test jetzt noch zu vollenden, müssen wir natürlich auch mal sehen, ob wir die entnehmen können. Sehe ich aber eigentlich gar kein Problem. Wieder einblenden. Also, wir haben geladen gewaschene Kartoffeln. Super. Und da ist jetzt der Plan, die Dinger hier zwischen zu lagern. Und wenn dann mal Nachfrage ist, Bedarf ist, die aufzuladen. Wie, weiß ich jetzt auch noch nicht genau, ob ich mir dann Telelader herhole oder das auch mit Förderbändern mache. Mal gucken. Und dann zu verkaufen. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, sie glitschen nie hinten durch die Mauer durch. Das wäre ein bisschen blöd, sag ich mal.
gehen wir doch gleich mal ums Eck schauen. Sieht aber gut aus. Wahrscheinlich ist halt auch wichtig, dass man sie nicht bis ganz hinter an die Wand kippt. Geht ja auch ordentlich was rein hier. Das sind jetzt über 3000 Liter. Sieht schon recht dürftig aus, das Häuschen. Gut. Also, Premiere gelungen. Kartoffelwaschanlage funktioniert. Jetzt werden wir den Volvo nehmen. Und werden mal runterfahren zur Weberei. Und werden uns mal um die Stoffbahn kümmern. Bei der Gelegenheit können wir ja gleich nochmal mit in der Käsefabrik einen langen Hals machen. Oh, und da sieht es auch schon wieder gut gefüllt aus. Also ich denke, die werden dann auch bald anrufen. So, hallo. Ihr habt angerufen, der Container wäre voll. Naja, eine Palette, denke ich, geht noch rein. Habt ihr noch eine volle da? Genau, hier. 4000 Liter. Die ist noch nicht voll. Gut. Naja, dann lade ich die noch auf und dann wird die Wechselbrücke aufgesattelt. Dann müssen wir mal schauen, wo wir das hinbringen müssen. Falsch. Na, was ist denn nun hier? Ah, jetzt wird's was. So, da werden wir die noch hinten dran schieben. Bin auch dann mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Irgendwie mit Spanngurten sichern. Und dann mal schauen. Passt denn das von der Höhe? Ja, das passt. So, noch ein bisschen nach vorn schieben. So, das sieht doch ganz gut aus. Äh,
Also, rein in den Volvo. Und die Wechselbrücke aufgesattelt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sagt man das? Wechselbrücke aufsatteln? Ne, aufsatteln ist eigentlich der Sattelauflieger. Punktieren, wie auch immer. Senkt man das Ding wieder ab. Weiß ich nicht, ob man hier Spanngurte drum machen kann. Doch. Das sieht sogar recht gut aus. Meine Fresse. Das finde ich ja geil. Also. Türe zu. Da werden auch schön die Riegel zugemacht. Die Sicherungsbügel drüber. Coole Sache. Und in den hinbringen. 3662 beim Hafen Süd. Na dann, Attacke. Werden mir die eigentlich angezeigt als Ladung? Nee. Kommt noch einer. So, wollen wir mal schön sachte fahren hier. Nicht, dass uns die ganze Sache verrutscht da hinten drin, trotz der gut festgezurrten Gurte. Saft hier um die Kurve. Wow, 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 wow. Jetzt hätte es aber beinahe. Ich gucke hier in den Spiegel. Hätte ja beinahe schief gehen können. Mann, Mann. Konzentration, Herr Sachsenbauer. So, naja, können wir nebenbei noch ein bisschen Sightseeing machen hier. Aber da vorne ist ja schon der Hafen Süd in Sicht. Ach, da fährt doch gerade ein schöner fetter Lastkahn. So, nun komm hier, mach jetzt. Zeit ist Geld. Ich habe weder das eine noch das andere. Ich will jetzt erst Geld machen. Oh! Was denn jetzt? Oh nee! Kann doch nicht wahr sein. Bin ich hier an dem Laternenmast hängen geblieben. Naja, es muss ja wieder was schief gehen. Da will
willst du mal schön geschmeidig um die Kurve fahren, stellt wieder einer so eine blöde Laterne dahin. So, mache ich aber wieder den Hut dazu, ihn nicht. Und mal gucken, ob das jetzt gleich so aus dem Container raus verkauft wird. Oh oh. Machen wir mal die Spanngurte ab. Hm. Tja. Da haben wir natürlich gar keine Möglichkeiten da. Wir werden es abladen müssen. Mit der Hand. Hohoho. Hier geht nichts. Ja, na gut, aber Geld verdienen ist halt nicht so einfach. Wäre jetzt noch die Möglichkeit, wenn wir den die Brücke herstellen, vielleicht geht ja dann was. Also müssen wir was organisieren, um diese Stoffbahnen hier abzuladen. Weil einfach rausschmeißen, oh Gott, die zittern ja schon vor Angst hier. Einfach rausschmeißen ist nicht. Gut. Das stellt mich jetzt erstmal vor ein neues Problem, weil ich jetzt überlege, mit was kriege ich denn die Paletten da hinten raus? Telelader wäre eigentlich noch die einzige Option, die mir hier einfällt. Weil mit dem Stapler komme ich nie dran. Hm. Oder wird die Sache ganz schön realistisch. Ja, dann werden wir mal darüber switchen müssen. Und der gerät zum Hafen Süd vor. So, Palettengabel haben wir hier. Boah. Jetzt trotzdem erstmal einen Test machen. Ungefähr die Höhe. Ob man da einschätzen kann schon und da reinkommen. Vor allen Dingen, da kommt schon wieder das Lastdiagramm bei mir in den Kopf. Oh. Naja, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber das werde ich jetzt mal ausprobieren. Wenn es gut funktioniert, nehme ich es noch auf. Wenn es nicht so funktioniert, lasse ich es weg. Nee, ist Quatsch. Ich werde es auf jeden Fall antesten und verspreche euch in der nächsten, im nächsten Video machen wir das noch zusammen, weil ich habe nichts zu verbergen. Gut, für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst da gern ein Däumchen nach oben da und seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir hier die Entladeaktion beim Hafen Süd starten. Bis dahin dann, macht's gut, tschüss.